Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir müssen jetzt eben ganz kurz unser Leben aufladen, damit wir die netten Freunde hier, sage ich jetzt mal. Hoher Tempelwächter, was? Okay. Ein hoher Tempelwächter. Ja, die müssen wir jetzt eben kurz mal überzeugen, uns vielleicht doch mal ein bisschen in Ruhe zu lassen. Okay. Der ist jetzt auf. Alter! Okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet, dass die so stark sind. Hier. So. Das müssen wir jetzt sogar speichern, weil das war jetzt doch ein bisschen heftiger. Die waren jetzt doch ein bisschen stärker. Gut, dass die jetzt hier hängen bleiben. So. Den haben wir auch. Und das ist noch ein hoher Tempelwächter, oder? Okay. Und da unten ist wieder so ein Geist. Nein! Keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert. Schnell! Ganz schnell hier eben wieder hoch. So, nochmal wieder Leben aufladen. Ja, das war jetzt doch ein bisschen heftiger als erwartet. Okay, treffen tun. Ja, komm. So geht's auf jeden Fall. So, den machen wir jetzt auch noch fertig. So, und den Skelett kriegen wir doch auch noch, oder? Kriegen wir den? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir wechseln einmal. So. Wie sieht's aus? Ja, noch 4000 Punkte. Dann haben wir es wieder. Aber warte mal, wir haben jetzt 60 Erfahrungspunkte. Und wir müssen jetzt noch einmal zurück zu Xardas. So. Genau, hier war das. Irgendwo, Licht. So. Jetzt erstmal den Ausgang wiederfinden. Jetzt bin ich gespannt, sind die Orks auch wieder da? So. So, was sagt er? Gashvarak schien kein untoter Ork-Schamane wie die anderen zu sein. Es ist weitaus mächtiger und meine Waffen richteten nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger ist als alles andere. Als alles andere ist. So, okay, wir sind jetzt draußen, dann speichern wir. Wir haben aber ein paar gute Waffen gefunden.
Und die eine müssen wir zu Xardas bringen. Gehen wir auch mal zu Xardas. Beziehungsweise auch einmal kurz zu Lee. Ich glaube, macht mehr Sinn, wenn wir jetzt erstmal zu Lee gehen. Können wir auch Teleportation nehmen. Wo haben wir das? Hier irgendwo. Genau. Und dann das danach. So. Quatschen wir mal mit Lee. Er kann uns bestimmt jetzt zweihändig ein bisschen beibringen. So. Hi Lee. Hallo. Zweihänderstufe 1. Ich möchte den Umgang mit Zweihändern lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um den Gegner zu Boden zu strecken. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. 40 Lernpunkte? Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Seine Stimme wurde auf jeden Fall anders gerade. So, warte mal. Zweihänder sind wir jetzt ausgebildet. Armbrust sind wir noch ungeübt. So. Dann können wir mal gucken. Dann können wir den hier nehmen. Der hier sieht schon besser aus, finde ich. Aber ich nehme dann den. Was? Trollfaust? Gibt 100 Schaden. Oha. Okay, dann müssen wir jetzt aber einmal zu Xardas. So. Suchen wir den mal. Ich finde aber krass, wie die jetzt mittlerweile aussehen. Jetzt mit der dicken Axt hier. Und die Rüstung. Ich suche magische Rüstung. Ich habe einen Weg in die unterirdischen Tempel gefunden. Ich habe dieses seltsame Schwert. Sechster Kreis der Magie, 40 Lernpunkt. Was? Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du... Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Der sieht geil aus. Interessant. Hier steht Uriziel. Uriziel? Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben.
aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar zusammengeflickten Minecrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Okay. Neue Quests. Das magische Schwert Uriziel. Xardas identifizierte ein seltsames Schwert, das sich im Tempel des Schläfers fand. Als Uriziel. Diese uralte Klinge soll damals gewaltige Kräfte besessen haben. Doch im Laufe der Jahre verlor es all seine magische Energie. Ich muss einen Weg finden, dieser Waffe wieder ihre alten Kräfte zurückzugeben. Während Xardas damit beschäftigt ist, eine magische Formel für die Übertragung der Energie auf Uriziel herzustellen, werde ich zum versunkenen Turm des Dämonenbeschwörers aufbrechen, um nach weiteren Artefakten für den Kampf gegen den Schläfer zu suchen. Okay. Nein! Ah, warte, so kommen wir jetzt erstmal nicht wirklich weiter. Teleportiere ich mich mal wieder. So, wie sieht's jetzt hier aus? 2000 fehlen mir noch. 2500, um genau zu sein. Also, und die Zauber erstmal wieder weg und weg. So, irgendwo im Osten meinte er, sei ein Turm. Er meint jetzt aber nicht den Turm, wo... wo ich jetzt, hier drinne war mit den Skeletten. Oder? So, kann ich ihm noch ein paar... also hier dem Wolf... noch ein paar Platten geben? Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Es war doch klar, wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ja, gucken wir mal. Der hat wieder 2200. Nice. Das passiert mir nicht nochmal. So, dann gucken wir mal. Was habe ich hier? Lichtbringer. So. Gebe ich ihm die Dinger. Das weiß ich nicht. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So. Hier. Die machen wir erstmal weg. Ist ja auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Jo, okay. Viel kann ich jetzt nicht mehr verkaufen. Warte mal. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Was hat er hier sonst noch im Sortiment? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Wenn du meinst,
kennst? So, Arcanum. Manche lernen eben gar nichts dazu. Aber klar, dass es Ärger gibt. Habt ihr irgendwas Gutes? Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Todbringer. 88, schwere Armbrust. Kriegsarmbrust. Wenn du meinst. Gucken wir mal, ob er vielleicht eine bessere Armbrust hat. Oder ein besseres Schwert. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Ja, Kriegerstimme nur noch. Okay, dann können wir ihm das noch verkaufen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Also, und auch noch erstmal hier sein Erz. Müssen wir auch noch rübernehmen. So, da. Nee. Wo haben wir sein Erz? Da. Nicht besonders schlimm. Gequatscht wird viel. So, dann mal schauen. Erstmal abwarten. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Von seinen Sachen, der Wert ist dann irgendwie. Lass dich auf jemanden. Ja, also müssen wir irgendwie gleich aufkommen, auf jeden Fall. So, noch 200, 100. So, was können wir ihm noch andrehen? 3500 müssen wir insgesamt jetzt kommen. Ja, Trollfell. Wolfsfell. Die Dinger sind viel wert. Orkhundfell. Komm, dann machen wir noch die Pfeile und Bolzen von ihm. So, wo sind sie? Können wir das meiste endlich mal loswerden? Dann haben wir das ganze Mist erstmal weg. Also, was wir nicht brauchen. Und endlos Muni gefühlt. Viel mehr, als wir eigentlich jemals verbrauchen werden. Aber halt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Und die hier. Ich glaube, Munition haben wir so viel, die werden wir niemals weghaben. Aber ich bin halt so ein Mensch. Was Munition angeht, besser zu viel und ich verbrauche die nie, als zu wenig. Ja gut, also es kann schon sein. Und dann brauche ich welche. Man darf auch nicht alles glauben. Ja gut, also es kann schon sein. Und so, jetzt müssen wir 6700 ihm geben. So, haben wir hier oben noch irgendwas? Das ist wirklich nicht mein Problem. Nö. Manche lernen eben gar nichts dazu. Hier brauchen wir alles, hier. Naja gut, also es kann schon sein. In seiner Haut. Ich halte mich da nicht aus. Warte mal, das Buch ist nur 50 wert, okay. Das passiert mir nicht nochmal. Naja gut, also es kann schon sein. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Blutschneider. Da die Waffen werden auch immer heftiger. Solange ich damit nichts zu tun habe. Was? Wenn du meinst. Aber halt's für dich. Mein okay, die nicht lieber jeder noch wissen. Nicht. Aber für dich, nicht jeder wissen. So. Die aber. So, auf 750 müssen wir jetzt gleich kommen. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Oder schlau. 750 passt. Wenn du meinst, so, kann ich noch irgendwem irgendwas verkaufen? Hier, Kronos, der muss doch bestimmt Tränke haben. Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Kann ich Magie zu Ehren.
Ich will bei euch mitmachen, ich benötige mehr magische Sprachtauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was kann ich ihm andrehen? War nicht besonders schlau. Beziehungsweise, was hat er so, was ich brauchen könnte? Nichts hat er. Ja gut, egal. Dann machen wir uns auf den Weg in Richtung Norden. So. Nicht Norden, Richtung Osten meine ich. Und suchen mal den Turm. Mal gucken, vielleicht sind auch wieder neue Gegner da. Dann können wir doch noch ein bisschen skillen, denn wir uns fehlen noch 10 Lernpunkte. Da können wir hier die Zweihänder auch noch besser werden. Wie gut können wir damit kämpfen? Okay. Gut kämpfen können wir damit noch nicht. Aber haben wir schon mal ausgetestet, ausprobiert. Ich könnte auch jeden von denen einmal verprügeln. So. Wie sieht es eigentlich wirklich mit einem alten Lager aus? Gerne von denen irgendwie nochmal was Neues mitbekommen. Denen irgendwas verkaufen, andrehen, wie auch immer. Da sind wir auch schon bei denen. Ne, doch nicht. Das ist die falsche Brücke. Obwohl, wir können ja einmal hier uns auf den Weg zu Cavalorn machen. Und Scorpio. Den können wir auch nochmal gucken, ob wir denen was verkaufen können. Obwohl, die kriegen ja momentan keinen Erz mehr. Und da ist ein Goblin. Wir haben hier Gegner übersehen. Wie kann das denn passieren? So. Ne, jetzt ernsthaft, wie konnte das passieren, dass wir den Goblin übersehen haben? Hier, Aidan kann uns ja auch nichts mehr beibringen, ja? Nope. Ach, hier sind die auch wieder neu gespawnt. Ernsthaft? So, das Fleisch nehmen wir aber mit. Stimmt, und dann müssten da hinten auch noch die Stamper wieder da sein. So, da haben wir Scorpio. Den können wir auch noch was verkaufen. Hoffentlich. Zeig mir deine Ware. Jo, den können wir was verkaufen. Und, was hat er? Amulett der Geschicklichkeit? Nee. Kriegsarmbrust? Ah, da brauchen wir 55 Geschicklichkeit, okay. Um den benutzen zu können. Was? Was war da mit Dämonenklinge? 76. Grimmstahl. So, warte mal. Wir müssten erst einmal hier bei uns die Waffen erstmal aussuchen. Auswählen. So.
Viel Geschicklichkeitspunkte fehlen mir dafür. Okay. Gut, dann muss ich halt aufpassen, dass ich deine Ware. Das nicht aus Versehen verkaufe. So, hier haben wir ja nichts mehr für ihn. Wir sind schon bei 20.000 Erz. Kaum zu glauben. Brief an Feuermagier. Das, ja, ist auch schon mal super. Dass wir das eigentlich denen nichts mehr, nicht mehr abliefern können. So. 1800. Was hat er hier im Sortiment nochmal? Was an Tränken oder so? Bolzen hätte der. Komm, egal. Wir nehmen ihm die Dinger ab. Das Erz, die 1800 jucken mich nicht. Also das, was jetzt da fehlt, die Differenz. So. Wir haben schon mittlerweile so viel Erz. Ja, hier kannst du haben. Du machst sogar noch Gewinn. So, was mit dir? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat noch einiges. So, dann können wir ihm hier den ganzen Mist andrehen an Waffen. So, Rachestahl. So. Zaras sagt, das Schwert heißt Orizil und soll uralt sein. Verlange Orizil behalten wir. Gebe alles andere hier ab. Was? 17.000? Upsi. Erstmal die 2.200 von ihm. Da habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Aber dann bin ich jetzt gespannt, ob da jetzt nicht noch mehr hier Dinge sind. Wieder neue Gegner. Dann können wir nochmal skillen gehen. Wenn die Gegner wieder da sind. So, gucken, was hat der hier noch? Die Dinger. So. Dietrich hat er ja nicht. Und das. Aber erstmal Zweihänder will ich jetzt fertig machen. Uriziel ist ja ein Zweihänder. Und das scheint eine wichtige Waffe zu sein. Also müssen wir jetzt Zweihänder lernen. So, was haben wir hier noch? Der hat hier nichts mehr, glaube ich. Nope, hier hat er nichts mehr. Okay, das war's. So, was können wir für ihn wieder abnehmen? Grobeschwert, Richtschwert, Kampfschwert, Ulumulu. Berserkerschwert, leichter Zweihänder, komm, nehmen wir mit. Nehmen wir auch wieder zurück. Die Hüterkling. Die Hüterkling, das ist das. Wetterschlag. Hier, Blutschneide. So, was geben wir ihm stattdessen? Nicht mehr die Hüterkling. Leichter Zweihänder, ne, Schnitter.
können wir ihnen verwitterte Axt noch geben. Hier noch eine. Noch eine. Ja. Das passt so. 4850 für 4856. So. Ah, die Goblins sind wieder da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.